Hier kommt jetzt das Jugendhackt-VPN mit Niklas und Alex. Die Bühne ist eure. Bitteschön. Wir sind Niklas und Alexander. Wir sind ein kleines Team von Hackern und wir haben uns mit dem Thema VPN beschäftigt und ganz schnell einen erstellt. Ja, unser Problem im Internet war hauptsächlich, dass man ja so nicht richtig anonym ist, sondern jeder den eigenen Abdruck vom Computer sehen kann und dass alle großen VPN-Anbieter unsere Daten erstmal auf ihren Servern speichern. Und dann kamen wir auf die Idee, dass wir eigentlich mehr Anonymität im Internet haben wollen, aber dass wir immer denken, dass die großen Firmen unsere Daten ja auch wieder irgendwie speichern und sehen. Und ja, was haben wir uns dann vorgestellt? Dass wir wirklich einen großen VPN-Service mit einer Vielzahl an Servern hätten. Und dann haben wir uns auf den Weg gemacht, zu schauen, wie können wir das Ganze umsetzen. Dann haben wir uns einen Server eingerichtet und einen Webserver aufgesetzt, um diese wunderbare Website laufen zu lassen. Und dann haben wir einen VPN-Dienst auf diesem Server eingerichtet, sodass wir anonymer im Internet sein können. Und ja, was haben wir dann am Ende damit erreicht? Wir haben einen vollständigen VPN-Server, über den wir ins Internet gehen können und nicht mehr unsere eigene Fingerabdruck, sage ich jetzt mal, hinterlassen und unsere eigene kleine Website. Wie gesagt, wir haben uns sehr für das Thema VPN interessiert und wir wollen den anonymsten VPN machen. Wir haben das Ganze über Outline gemacht, also uns einen kleinen Outline benutzt, der dann mit unserem Server verbunden. Ja, und hier ist jetzt einmal der Code von unserer Website. Der ist leider nicht auf GitHub zu finden. Aber hier nochmal ein kleiner Überblick, wie wir die Website geschrieben haben. Okay, das war's jetzt. Wunderbar, dann herzlichen Dank euch und einen großen Applaus für Niklas und Alex, die sich überlegt haben, wie kann man eigentlich ein bisschen Privatsphäre schonender im Internet unterwegs sein.